Ahnung, ihr könnt ja sehen, was hier los ist. Ich habe noch nie in meinem Leben so viele Wohnmobile auf einmal gesehen. Und Michael ist jetzt ins Service Center vorgegangen und erkundigt sich dort nach Strom. Wir würden gerne einen Platz mit Strom haben. Und da hat man uns gesagt, wir können zum Service Center vorgehen und das buchen und dann schauen wir mal, ob wir ein Plätzchen finden. So Leute, wir sind angekommen. Es gibt Essen. Mangiare, mangiare. Wir haben ein schönes Stellplätzchen gefunden. Aber es ist ganz schön laut hier. Hören wir gleich, die Flieger kommen hier drüber weg. Also heute Nacht wäre Ruhe, haben die Leute gesagt, aber früh um 5 geht es wieder los. Naja, dann sind wir morgen früh auch zeitig wach. So, jetzt werden wir schön grillen. Ganz schön laut. Ich bin gespannt, wie die Nacht heute wird. So, dann wünschen wir guten Appetit. Unser Empfangsessen auf dem Caravan-Salon 2018. So, liebe Videofreunde, wir stehen jetzt in einem Challenger, Benny. Welche? Sagst du mir nochmal bitte? V124. Der ist 6 Meter lang, Kastenwagen. Ich bin begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich möchte euch den mal kurz zeigen. Und zwar, hier oben haben wir schon mal eine Klappe mit sehr viel Stauraum. Also hier passt einiges rein. Da kann man Technik einpacken, alles wunderbar. So, hier haben wir Stauraum für die Küche. Also auch genug. Dann haben wir, hier unten ist noch mal ein Fach drin. Kann man auch noch mal was reinpacken. Sagen, also es hat auch eine richtig angenehme Höhe, besser als bei uns im Auto, muss ich ehrlich sagen. Man sitzt richtig gut hier dran, eine angenehme Höhe, wunderbar. Kannst du dann umklappen, dann hast du noch ein bisschen mehr Beinfreiheit. Also es gefällt mir super. Und ja, hier ist die Küche. Also die finde ich auch total schön. Hier hat man Wasserhahn, den man runterklappen kann, also einwandfrei. Finde ich richtig cool. Hier ist gleich ein Schneidebrettchen mit dabei. Also total klasse, das Teil hier. Und hier ist die Schubfächer, was finde ich zum Beispiel auch besser, weil wir bei uns haben ja zum Aufklappen und müssen halt immer dann rein und alles rausschieben. Und Schubfächer finde ich in dem Fall ehrlich gesagt besser. Hier auch noch mal jede Menge Platz. Und hier auch noch mal jede Menge Platz. So, hier ist 2 Flammenherd. Hier haben wir auch noch mal Stauraum. Das ist jetzt nicht so sehr tief. Also hier kann man nur so, ja, was weiß ich, also Küchenutensilien reinpacken. Ne? Aber auch noch mal jede Menge Platz. Dann haben wir hier oben noch mal ein Fach. Hier oben ist noch mal ein kleines Fach drin für Stauraum. So, dann haben wir hier den Kühlschrank. Der ist auch richtig groß mit einem großen Gefrierfach. Und hier unten ist noch mal ein Gefrierfach. Oder für Getränke? Nee, Getränkefach. So, für Getränke ist das. Finde ich auch cool. So, dann hier ist Bett. Und hier hinten sind dann noch mal Schränke, auch 2 tiefe Schränke für Klamotten. Und ja, da hinten noch mal so kleine Fächer. Und hier oben noch mal ein Staufach. Dann haben wir hier auch noch mal Fächer. Das hat keinen Hängeschrank hier drin. Ich weiß nicht, was hier unten drunter ist. Ich guck mal, manchmal haben die ja hier unten drunter. Nee, hier ist glaube ich keiner.
Mit der Idee vorschlägt, mit dem Einstimmung. Da komme ich jetzt nicht ran, also ich glaube nicht, dass da Hänge schon sind. Ja, und hier ist das Bad, das ist jetzt. Achso, sieht man was? Also leider ist das Bad gerade dunkel, hier geht der Lichtschalter nicht, also hier ist kein Licht. Das ist jetzt, hier ist Toilette, ich nehme an, das hier ist das Waschbecken, kippt man dann so runter, dann hat man hier nochmal ein Schränkchen, hier oben nochmal ein Schränkchen. Ja, hier ist, glaube ich, da geht nichts auf. Normal ist ja Lichtschalter, aber geht leider nicht. Ist auch relativ groß, muss ich sagen. Also hat man Duschvorhang hier oben, den kann man dann hier reinmachen. Ja, also ich finde das Auto echt nicht schlecht für einen Kastenwagen, muss ich ehrlich sagen. Ich muss nochmal hier reingucken. Was sagst du? Ein schöner Kastenwagen, ne? Ja. Also ich finde den Kastenwagen richtig toll. Der ist nur 6 Meter. Einwandfrei. Also auch man hat auch Raumfreiheit. Es ist nicht so ein enger Kastenwagen. Sehr schön.